Welcome back to another German Food Review, and it's Milka time. Milka Löffelei Oreo. Yeah, Oreo pieces inside, and maybe the Oreo cream. Yeah, Milka Löffelei, so the hazelnut version wasn't that great. So let's try this one here, best before date. 128 gram, €2.60, quite expensive. Nonetheless, Milka. Yeah, calories. 560. 180 per egg. Okay, instructions, right? Unwrap, bite it off, and then spoon it. Okay, sugar 51%, okay, and fat, yeah. Again, a lot of fat, so I guess it's creamy, yeah. Milka Löffelei. So let's open it. Nice box. 3-to-1, here we go, and 2 spoons, so you could share it. I don't share something, but you could do it, right, if you're a nice person. Oh, there it is. Mm-hmm. Yeah, 1 egg for you and 1 for the Germans. Oreo. Ta-da. What is that? Okay, 1 egg. And yeah, the outside is just a milk chocolate, so we want to know the inside, right? So let's open this one. Here we go. Oh, let's spoon it off. Nice, works. But this one is not properly filled. Yeah, but it's all about the flavor. Let's eat it. There's the cream from the hole. Here we go. Much better than the hazelnut version. Yeah, that's nice. Those pieces are super tiny. Well, they look super tiny. But I can tell you can feel them. It's like eating a cookie. Right? Interesting. Super mini pieces. It feels like a cookie. Nice. The flavor is nice. Vanilla. And more vanilla. Yeah. This is much better than the hazelnut version. Yeah. There it is. The cream. Okay, let's try the chocolate. Very nice, very good. Also, the chocolate is nice, very creamy. Feels like a cookie somehow. A smashed cookie, right? And vanilla. Extremely sweet, extremely creamy, extremely tasty. Or yummy. Definitely a big thumbs up. Yeah, this is good stuff. That's what you taste like. Really yummy. Okay. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt Milka wieder mal. Und zwar Löffelei Oreo. Das soll neu sein. Habe ich zum ersten Mal gesehen, habe ich gleich gegriffen. Ich hatte ja die Haselnuss-Version. Die war nicht so nice. Die hatte irgendwie einen komischen Geschmack gehabt. Dann werden wir mal das hier kosten, ob das auch so komisch ist oder ob das richtig geil ist oder ob das normal ist. Ja, Preis 2,60 Euro, sehr übertrieben teuer für 4 so Eier. Kalorien sind allerdings sehr hoch. 65, das ist schon Ferrero-Style, aber nicht ganz. Und 180 Kalorien pro Ei. Sehr kleine Eier. 35% Fett, 51% Zucker. So, ihr könnt euch denken, wie das schmecken wird. Hier ist sogar die Anleitung mit Text. Nicht sehr lang gehalten, sehr schön. Und Bilder, so es versteht jeder. Sollte jeder verstehen, hoffe ich mal. Auspacken, abbeißen. Das ist nicht so nice hier. Abbeißen und loslöffeln. Ja, habe ich im Penny, glaube ich, gekauft. Aber die kosten überall gleich irgendwie. Das habe ich gar nicht vorgelesen. Wie auch immer. Ja. Außenrum ist Milchcreme. Kakaokekstückchen. Vanillegeschmack. Ah, da steht es ja, Vanillegeschmack. Okay. Ja, merkt euch mal Vanillegeschmack. Jetzt werden wir es mal kosten. Hier ist euer Ei. Milka.
Umdrehung. Und das Ei mal auspacken. So packt man ein Ei aus. Ganz vorsichtig. Ja, damit noch nichts kaputt geht. Und dann bekommt man 2 Löffel. So, wenn ihr gute Menschen seid, würdet ihr es teilen. Ich teile natürlich nicht. Aber ich benutze den 2. Löffel einfach mal so. Dann ist quasi teilen. Here we go. Und bei erster ging richtig gut auf. Der hier nicht so. Okay, geht auch. Ja, sollte besser gefüllt sein. Irgendwie sind die schlecht gefüllt. Wie auch immer. Hier seht ihr schon die Creme. Sieht schon ganz gut aus. Ja. Natürlich sieht es kleiner aus, die Stückchen, aber okay. Wir werden jetzt einfach mal kosten. Aus dem Loch. Here we go. Vielleicht jetzt nur einen dritten. Oder off camera. Nee. Here we go. Schmeckt richtig geil. Und das fühlt sich so an, als ob man wirklich Oreo isst oder so ein Keks halt. Diese Stückchen hier sind super klein, aber die sind super knusprig und fühlt sich so echt so an, als ob man einen smashten, wie heißt man das auf Deutsch, zertrümmerten Oreo isst. Ist nice. Und ja, das ist ungefähr 10-mal besser, vielleicht auch 10,5-mal besser als die Haselnussversion. Schmeckt sehr lecker nach Vanille und nach diesen Keksstückchen, aber schmeckt mehr nach Vanille. Here we go. Aus einem Ei löffeln. Was haltet ihr davon? Nee, wie auch. Aber schmeckt gut. Kann man schlucken. So. Ja, und außenrum ist wie bei den anderen einfach nur, hier ist noch was. Einfach nur die Milchschokolade, die war schon bei den Haselnuss-Dingern gut. Aber die Füllung hier, die schmeckt richtig super. Es gibt noch viele andere Versionen, aber die hier kann man auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Oreo Vanille mögt oder Vanille überhaupt. Schmeckt sehr geil. Super. Ja, eine sehr schöne Mischung, ist auch sehr cremig und süß. Schmeckt spitze, bekommt locker einen Daumen nach oben. Allerdings ist es sehr teuer, finde ich. 2,70 für 100 Gramm, ein bisschen mehr. Aber wie auch immer, schmeckt gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.